Hier sind die EmsTV News. Heute ist Montag, der 12. April. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Hier die aktuellen Corona-Entwicklungen in unserer Region. Seit vergangenem Freitag meldet das Gesundheitsamt 253 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Genesenen stieg im selben Zeitraum um 338. Aktuell gelten 1052 Menschen als infiziert. 154 Emsenderinnen und Emsender verstarben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Momentan befinden sich 1893 Personen in häuslicher Quarantäne. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt heute, laut den Berechnungen des Landes Niedersachsen, bei 152,9. Die Einsatzkräfte waren in der Region aktiv. Hier die aktuellen Geschehnisse. In Melle im Landkreis Osnabrück ereignete sich am Samstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Mann war gegen 18 Uhr auf der Barkhausener Straße in Richtung Buhr unterwegs. Wenige hundert Meter vor einem Kreisverkehr kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Barkhausener Straße voll gesperrt. Eine 60-jährige Fahrerin eines Kleinwagens wurde auf einer Landstraße bei Meppen schwer verletzt. Die Frau war gegen 13 Uhr von Haselünne in Richtung Meppen unterwegs, als plötzlich ein starker Hagelschauer losbricht. Auf der vom Hagel überzogenen Straße kam der Kleinwagen ins Rutschen und schleuderte nach links von der Fahrbahn. Im Graben prallte der Wagen gegen zwei kleinere Bäume und überschlug sich. Ersthelfer alarmieren die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die schwer verletzte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Wir fahren fort mit den weiteren Themen des Tages. Benjamin ist 13 Jahre alt und lebt zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen in einer Wohngruppe. In der vergangenen Zeit kam das Thema Umweltverschmutzung häufig bei den jungen Menschen auf. Dagegen wollten sie etwas tun. Ja, wir kamen auf die Idee durch die Partizipationsgruppe und dann hieß es auch irgendwie, kamen wir auch darauf, dass wir auch ziemlich viel generell viel Müll, also so Verpackungsreste und sowas produzieren. Ja, und dann sind wir dadurch auch irgendwie drauf gekommen, dass wir dann halt mal eine Müllsammelaktion machen. Gemeinsam mit 14 weiteren Wohngruppen sammelten sie einen Anhänger voller Müll. Es geht um Interessen, was kann man machen jetzt aufgrund von Corona, wie kann man sich beschäftigen, was für Spielmöglichkeiten gibt es, hat noch jemand eine Idee. Das sind ganz normale Unterhaltungen über den Alltag und jetzt in letzter Zeit war es einfach viel Umwelt, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Umgang mit Lebensmitteln, das waren große Themen. Und aufgrund der vielen Spaziergänge ist dann eben den jungen Menschen auch aufgefallen, dass viel Müll am Straßenrand liegt. Auch Benjamin ist mit seiner Gruppe auf Müllpatrouille gegangen. Dabei fanden sie einiges. Zum Beispiel ist am Dortmund-Ems-Kanal lang gegangen und hat unten an der Böschung sowie am Hang zur Straße und oben auf dem Fahrrad- und Fußweg gesucht. Dabei kamen ja zwei Müllsäcke zusammen. Verschiedener Müll, Restmüll, Papiermüll, Plastik sowie Glas. Auch die Überreste eines Stuhls fand Benjamin auf seinen Touren. Am vergangenen Donnerstag kamen alle Gruppen nach Bokelo und entsorgten dort die Abfälle. Zur Belohnung für die getane Arbeit gab es für alle noch ein Slush-Eis. Wochenlang liefen die Vorbereitungen. Es wurde organisiert und trainiert. Am Sonntag war es dann soweit. Die Superheldinnen gingen an den Start und liefen los. Der Sponsorenlauf ist für einen guten Zweck, und zwar für geflüchtete Menschen. Und das Geld, das wir jetzt gleich sammeln werden, oder die Kilometer, die wir laufen werden, die werden in Geld umgewandelt. Und das geht an das SKM in Lingen. Und damit werden geflüchtete Menschen einfach unterstützt, vor allem jetzt im Homeoffice. Und genau, ja. Die Organisatorinnen holten natürlich auch selbst einige Kilometer ein, in der Hoffnung, dass es ihnen möglichst viele Menschen gleich tun. Ja, wir hoffen halt auf 200 Läufer. Und ja, wenn es mehr sind, wäre es natürlich auch mega cool. Und es waren mehr. Letztendlich liefen 396 Superheldinnen und Superhelden insgesamt rund 3819 Kilometer.
Ein voller Erfolg auf ganzer Strecke. Alex, emotionale 60 Minuten liegen hinter uns. Wie lautet dein Fazit nach dem Spiel heute gegen Magdeburg? Das kann ich eigentlich ganz klar sagen. Der Endstand gibt nicht das wieder, was da gelaufen ist, 60 Minuten. Wir haben super gekämpft. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit sind wir noch mal rangekommen. Aber ja, in der Schlussphase fehlt uns einfach irgendwie die Kraft und die Konzentration geben dann leichtfertig die Bälle weg, kriegen dann Gegenstöße und das ist dann für Björn schwer. Wir spielen gegen eine super Mannschaft, haben eigentlich auch über weite Strecken gute Leistungen abgerufen, nur das reicht dann halt meistens nicht. Das muss dann meistens über 60 Minuten bei uns passieren und das haben wir heute leider nicht geschafft. Ich sag mal, das Spielergebnis ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ausgefallen für Magdeburg. Das hätten ruhig ein paar Tore weniger sein können, aber ja, letztendlich hat es definitiv nicht gereicht, hier um einen Punkt oder halt sowieso einen Sieg mitzunehmen. Ihr seid super aus der Halbzeit rausgekommen. Das war auf einmal ein ganz anderes Spiel. Nach 40 Minuten lag ihr plötzlich nur noch ein Tor hinten. Was hattet ihr euch in der Halbzeit vorgenommen? Ja, wir haben auch in der ersten Halbzeit eine super Deckungsarbeit gehabt, hatten da zwar viele Zeitstrafen, aber uns war klar, das geht nicht über 60 Minuten, dass wir bei jeder Sache rausfliegen. Und es war auch klar, dass wir auf der anderen Seite welche bekommen, wenn wir zum Tor ziehen. Das haben wir gemacht. Haben dann vorne auch viel über den Kreis geschafft und hinten einfach auch sicher gestanden über weite Strecken. Wie gesagt, schade, dass wir das nicht 60 Minuten durchhalten konnten. Ich erinnere mich, 2022, da kommt ihr aus der Pause raus, aus einer Auszeit. Dann wirft Philipp einen freien Wurf an den Pfosten, es gibt direkt einen Gegenzug und das Tor. Ja, es häuft sich so ein bisschen, dass jeder Fehler wirklich eiskalt bestraft wird. Ja. Du sagst es quasi genau. Das ist das Problem. Wir hatten öfter die Chance, auch auf ein Unentschieden zu kommen, aber dann hat es halt nicht gereicht. Dann haben wir die, sagen wir mal, guten Chancen nicht reingemacht und dann, ja, meistens wurde dann sowas dann auch, wie du schon sagtest, dann direkt mit dem Gegenstoß bestraft. Und das sind Sachen, die müssen wir halt über die Breite halt echt abstellen. Ne? Aber gut, das sind jetzt ein, zwei Situationen gewesen. Wir haben natürlich auch direkt am Anfang in der ersten Halbzeit geraten, wir direkt in Rückstand. Wir machen ein paar einfache Fehler bzw. machen die freien, gut herausgespielten Bälle nicht rein und haben das Zusammenspiel im Kreis nicht so ganz hinbekommen. Und dann sind wir auch überwiegend ganz viel in Unterzahl gewesen, erste Halbzeit. Das macht es natürlich auch nicht leichter. Und ich denke, dann zum Ende haben dann auch ein paar Körner gefehlt. Ne? Und das erklärt dann vielleicht auch, dass dann die Konzentration auch nicht da ist für diese kleinen Feinheiten. Das muss natürlich irgendwann passieren, aber das war heute leider dann nicht der Fall. Ich muss ganz klar sagen, dass wir seit dem BAC-Spiel wirklich zu unserem Spiel gefunden haben, mit Ausnahme von dem Spiel in Balingen natürlich, haben wir wirklich sowohl in der Abwehr als auch im Angriff unseren Faden gefunden. Und ich bin mir sicher, wenn wir den auch in den nächsten Spielen dann wieder so auf die Platte bringen, dann werden auch Punkte dabei rumkommen. Da waren, ich glaube, zweimal war der Ball im Netz und es wurde irgendwie Freiwurf gepfiffen. Und gut, das ist unglücklich, das kann passieren. Das tut dann halt natürlich extrem weh und dann kochen die Emotionen natürlich nochmal hoch. Das kommt dann auch dazu zusammen und dann, ja klar, dann wird es auch ein bisschen hektisch. Aber darauf will ich es nicht unbedingt schieben, dass wir am Ende jetzt hier verloren haben. Wir haben ein paar Bälle verloren und am Ende sind es halt 7 Tore gewesen. Ich denke, 3-4 hätten es auch gereicht. Dann hätten wir uns auf jeden Fall ein bisschen vom Ergebnis her ein bisschen besser verkauft. Das war's auch schon wieder mit den MSTV News für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.